begrüße euch. Als erstes möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Beraterin und ich arbeite im Bereich Astrologie. Ich bin sehr vertraut mit Kartenlegen, mache ich auch intuitiv. Ich deute auch Träume, da ist auch die Intuition gefragt und da habe ich meine Begabung. Und ich bin auch Medium, also ich kann auch anderen Quellen auch fragen. Und diese Arbeit macht mir sehr viel Freude. Und ich habe das als Berufung, ich sehe das als Berufung. Und mein Ziel ist, nicht nur etwas sagen über die Zukunft, sondern auch die Menschen begleiten in ihrem Lebensweg. Dass da eine Verbesserung kommt, dass sie ihre Ziele erreichen und auch gründlich untersuchen. Und da verbinde ich auch Astrologie mit Kartenlegen, auch meine mediale Fähigkeit, das Gesamte. Also ich begleite die Menschen in diesem ganzen Prozess. Und oft wird die Frage gestellt, wie machst du das? Oder wie läuft das alles ab in deinen Beratungen? Und dafür habe ich diese Videos und möchte ich mit diesen Videos jetzt neu starten, Geschichte erzählen von Praxis. Natürlich nicht mit richtigen Namen, weil ich möchte das anonym behandeln. Und da lege ich ganz, ganz große Wert drauf, weil das ist die Schweigepflicht und ich nehme das wirklich sehr ernst. Also von niemand werde ich konkrete Daten oder Namen oder etwas zu veröffentlichen. Aber ich möchte trotzdem die Geschichte euch vermitteln, erzählen, wo ich diesen Erfolg auch als Beraterin verspürt habe, wo auch Dankbarkeit kommt, weil etwas hat sich verbessert im Leben und auch die Schritte, wie haben wir das geschafft, zusammen, gemeinsam. Und die erste erfolgreiche Geschichte ist Sabinas Geschichte. Sabinas habe ich vor einigen Jahren kennengelernt. Und sie erzählte mir, sie ist 30 geworden, sie arbeitet im Büro und sie ist immer noch allein. Ein hübsches Mädchen. Und sie hat zahlreiche Verehrer und die kennenlernt immer wieder Männer. Aber leider ist es immer, bleibt eine Affäre. Entweder sind die Männer verheiratet oder suchen nur die Leidenschaft, aber es ist noch nicht gelungen, in eine feste Partnerschaft einzugehen und sie zweifelt an sich selbst. Und sie möchte Familie und sie möchte Kinder. Und mir kam das so vor, wenn sie schon Panik hätte, weil sie fühlt sich schon alt, Kinder zu bekommen. Und erzählte mir auch, dass die Kolleginnen, die im Büro mit ihr zusammenarbeiten, sie leben in einer festen Partnerschaft. Und dann stellt sie oft die Frage, warum klappt es bei anderen und warum klappt bei mir nicht? Und sie hat verschiedene Seminare schon besucht oder vieles probiert, aber hat sich nichts verbessert. Meine Idee war, erstmal die Geburtshoroskop zu anschauen. Zurück in die Kindheit, zu den Wurzeln. Sie war auch damit einverstanden. Dann habe ich das auch erkannt, die Kindheit, die Bezug zu Eltern, zum Elternhaus, aber im Horoskop auch, welcher Typ von Mann wünscht sie eigentlich? Auch der richtige Zeitpunkt, wann die Chancen da sind, diesem Mann zu begegnen. Aber wir müssten vieles klären bei dieser Beratung. Als erstes habe ich festgestellt in ihrem Horoskop, dass Sonne
und Mond in Spannung steht. Und Sonne und Mond, was auch die Gedanken und die Gefühle bei uns Menschen vermittelt, nicht nur das, sondern Sonne und Mond ist auch ein Symbol für Vater und Mutter. Und wenn die beiden Lichter so in Spannung stehen, war für mich ein Hinweis drauf, dass ihr Elternhaus alles andere als harmonisch war und sie als Kind erlebte diese Spannung zwischen die Eltern. Dann habe ich das mal erklärt und auch die Frage gestellt, möchte sie etwas erzählen über ihre Kindheit? Und dann erzählte, dass ihre Mutter unglücklich war. So kam ihr das vor in der Kindheit, dass der Vater sehr streng war, oft beruflich unterwegs, hat ihr nie diese Sicherheit gegeben. Und wenn der Vater da war, dann hat alles kontrolliert und sie hat diese Strenge erlebt und die Tränen von der Mutter. Und das war schon mal wie ein Knoten, was man lösen sollte, wo ich erklärt habe, das war ein Bild über Familienleben und das war nicht schön und nicht angenehm für sie. Aber sie braucht keinen Gedanken machen und vor allem auch keine Angst zu haben, dass vielleicht bei ihr auch passieren könnte, dass sie dann auch in eine Ehe eingeht und Kinder bekommt und wird das so ähnlich verlaufen, wie sie als Kind das erlebt hat, sondern sie muss das mal lösen und ihren inneren Kind arbeiten. Dieses Kind braucht Streicheleinheiten, braucht Liebe und das Gefühl, die Sicherheit. Dann habe ich gesehen, dass Mars, der Planet, das Männliche, auch das Bild, welchem Mann man so hingezogen fühlt, steht bei ihr im Stier. Auch wenn das nicht unbedingt ein stiergeborener Mann sein muss, aber unbewusst sucht sie einen Mann, der für ihn die Sicherheit gibt, auch die finanzielle Sicherheit. Und dieser Mann soll angenehm sein und ruhig. Also das ist auch hängt zusammen mit dem Kindheit, was sie erlebt hat und die Wunsch nach diesem Partner, wo ihr diese Lösung bringt, auch was das Kind braucht. Aber vor dieser Mann kommt, ist wichtig auch, dass sie mit sich selber arbeitet. Also mal dieses inneren Kind auch akzeptieren und auch lieben. Dieses Kind braucht Streicheleinheiten. Also braucht auch sich selbst zu lieben und nicht von anderen erwarten, dass diese Liebe kommt. Weil vor sie das nicht lernt, kann auch nicht von anderen das kommen. Also das ist mal eine wichtige Erkenntnis. Das war mal eine wichtige Erkenntnis für sie. Einfach loslösen von den Erinnerungen von der Kindheit, auch sich selbst lieben, weil das ist der erste Schritt. Wie sollen wir erwarten, dass uns andere lieben, wenn wir uns selbst nicht lieben? Also das ist mal die wichtigste, ein guter Anfang. Und da hat sie mal einiges verstanden. Natürlich war das nicht bei einer Beratung alles möglich, diese Situation zu klären, aber wir haben das Schritt für Schritt bewältigt. Die zweite, was ich ihr gesagt habe, auch wenn sie dieses Bild glückliche Familie oder eine feste Partnerschaft, dieses Bild erfährt von Kolleginnen. Sie hat tägliche Kontakt im Büro mit ihren Kolleginnen und
Sie erzählen natürlich auch über ihren Familienleben oder über ihre Partnerschaft und sie bekommt diese Informationen, dass sie glücklich sind. Ist wichtig, dass das jeder Mensch ein Individuum ist. Sie braucht sich nicht vergleichen mit Kolleginnen. Das ist eine ganz andere Situation. Es ist schön, dass sie eine schöne Partnerschaft leben oder glücklich sind, aber nicht vergleichen. Weil sie, wenn sie anfängt, sie selbst mit den Kolleginnen zu vergleichen, man stellt automatisch die Frage, was mache ich falsch, dass bei mir nicht so läuft. Sie macht gar nicht falsch, sondern es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und Chancen hat sie, viele Männer zu kennenlernen, das hat sie auch erlebt, aber das hat keinen Sinn. Also nicht vergleichen, sondern an sich selbst arbeiten, sich selbst akzeptieren, sich selbst lieben, selbstbewusst sein und versuchen, ihren Leben so gestalten, in Form zu bringen, erfolgreich zu sein, mal alleine. Dann habe ich ein wichtiges kosmisches Gesetz, ich könnte mal sagen, ein kosmisches Gesetz erklärt, dass jeder Mensch auf diesem Planet hat einen Seelenpartner oder eine Seelenpartnerin. Und auf diesem Gesetz soll sie vertrauen. Und mit diesem Vertrauen befreit sich und hört auch auf die Suche zu gehen. Weil das bringt nicht weiter, verzweifelt jetzt einen Mann zu suchen, sondern Vertrauen, dass es Schicksale gibt und auch, dass die Schicksalswegen sich kreuzen und für sie ist auch ein Mann bestimmt. Und sie braucht diesen Mann nicht suchen, sondern eher energetisch in diesem Vertrauen bleiben. Energie, dann war das der nächste Schritt, dass sie darauf achten, in welchem Energie sie hat. Natürlich, wenn das im Stirn geschrieben ist, in Such sofort ein Mann, weil ich möchte ein Kind, wenn das die Ausstrahlung ist, da laufen die Männer davon. Ist auch ein Gesetz. Fühlen sie sich nicht angezogen. Also da muss diese Energie, ich habe es ein bisschen übertrieben, ich habe das feinfühlig ausgedrückt, aber damit man das versteht, um was geht. Das bedeutet, dass die Energie, was wir ausstrahlen, genau das ziehen wir an. Wenn eine Frau ausstrahlt, ich bin auf dem Suche, das spüren sie die Männer, das zieht auch an. Wenn noch zusätzlich die Energie, aber ich möchte auch ein Kind von dir, das ist keine große Anziehungskraft. Weil sie möchten auch die Vertrauen gewinnen. Sie brauchen auch Zeit, eine Dame näher kennenzulernen. Das ergibt sich dann von selbst, eine Familienplanung. Also zurück zu Energie. Wichtig ist, dass sie mit anderen Energie unterwegs ist. Selbstbewusst, eine Frau, die sich selbst liebt, die im Einklang ist mit sich selbst und trotzdem Offenheit zeigt für den anderen Geschlecht, wo gerne bereit ist, eine Beziehung einzugehen, wo auch mütterliche Züge auch hat und liebt das Familienleben, liebt die Ruhe, die Träume. Das dürfen wir machen, wir dürfen träumen. Aber das ist das inneren Reichtum.
Und trotzdem, auch wenn man alleine ist, im Einklang sein mit sich selbst und auch mit dieser Träume. Und das zeigt eine gewisse Offenheit. Aber das ist anderes, fühlt sich anderes an, wenn jemand panikartig eine Beziehung sucht und projiziert diese Wünsche auf einen Mann, wo vielleicht gar nicht der Seelenpartner ist, weil das ist nicht die richtige, sondern eher im Vertrauen bleiben, dass dieser Mann kommt. Weil wenn das die Ausstrahlung ist und dieser Mann hat auch seine Ausstrahlung, das zieht sich an wie Magnet. Man kann sie gar nicht verpassen. Und wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann passt das auch. Dann hat sie das mal verstanden, die Gründe. Und dann könnte damit ganz anderes umgehen. Dann habe ich sie mal so beraten, sie soll an sich selbst konzentrieren, in ihrem Leben kümmern, auch um die beruflichen Situationen kümmern, weil das ist die Realität. Der Beruf und sie ist nun mal momentan alleine. Aber sie ist nicht dazu geboren, alleine zu bleiben. Aber das ist ihre Wahrnehmung, das ist ihr Alltag und sie soll diesen Alltag so bewältigen oder so gestalten, dass sie glücklich und zufrieden ist. Wenn noch alleine ist, dann eben alleine. Das hat ihr geholfen, sogar beruflich weitergebracht. Und dann kam auch berufliche Veränderung, womit sie gar nicht gerechnet hat. Und das war schon eine berufliche Verbesserung. Dann natürlich die nächste Frage, wann kommt dieser Seelenpartner? Wann begegnet es endlich? Und das natürlich ist auch eine wichtige Frage, weil das beschäftigt uns alle. Wann ist es? Aber viel wichtiger ist die Vertrauen. Dann habe ich die astrologisch mal die Bewegung, die Planeten angeschaut und habe ich gesehen, das ist eigentlich schon Mars-Venus-Einfluss und das ist schon, bei Mars und Venus geht das schon um die Liebe und dann habe ich auch noch zusätzlich die Karten gelegt und lag schon, dieser Mann nähert sich schon und es steht nichts im Weg, diesem Mann zu begegnen. Und das könnte ich mal vermitteln. Dann wollte natürlich wissen, wann das genau ist. Und es ist schwierig zu beschreiben, Tag genau. Und es ist auch nicht gut, weil wenn ich einen bestimmten Tag nenne, dann fixiert man auf diesem Tag und hat man Erwartungen. Und wenn genau nicht in dem Tag passiert, fühlt man sich enttäuscht. Und man braucht nicht zusätzlich Enttäuschungen an jemanden zufügen oder wir vermeiden das, diese Enttäuschungen. Aber mal die Richtlinie, dass man orientieren kann, da, so viel könnte ich sagen, es steht nichts im Weg. Dieser Mann ist schon da, ihr schaut euch an im Kartenbild und das heißt, das ist schon die Anziehungskraft, die Wahrnehmung, auch wenn es noch nicht im Tat ist, aber die Energie verbindet sich schon und es nähert sich diese Begegnung. Ich habe auch die Schicksal erkannt, was bedeutet wie Schicksalsfügung, sowas gibt's auch, dass das doch der liebe Gott auch mithilft in unserem Leben. Und dann passierte Folgendes. Auf einmal berichtet, sie hat eine Arbeitskollege, eine neue. Sie haben in Firma einen Mann eingestellt und die arbeiten im gleichen Büro oder nebeneinander, also nicht im selben Büro, aber doch ganz nah. Und sie haben sich verliebt im Arbeitsplatz. Und das war die berufliche Veränderung, wenn das nicht gewesen wäre damals, weil sie sich nichts verändert hätte und nicht diese Stärke gezeigt hätte, dieses Selbstbewusstsein,
wäre dieser berufliche Erfolg, diese berufliche Veränderung gar nicht da. Und diese berufliche Veränderung führte dazu, dass doch dieser Mann plötzlich in diesen Arbeitsplatz aufgetaucht hat und in den nächsten Raum, in die nächste Büro arbeitet. Und natürlich in Pause oder bei Kaffee trinken haben sie sich immer wieder begegnet, bis dann dieser Mann mal so mutig war und sie eingeladen hat zum auch einen Kaffee trinken. Und das war die erste Verabredung. Und dann musste ich lachen, aber sie auch. Und ihr könnt raten, was für Mann war dieser Herzensmann, ein Stiermann. Also hatte das auch genau passt, so wie im Horoskop auch war, dass sie einen Stiermann kennengelernt hat. Und seitdem ist 2 Jahre vergangen und sie sind verheiratet und sie erwartet die erste Kind. Und das, diese Geschichte hat mich berührt, habe ich da den Sinn meiner Arbeit gesehen, das ist nicht nur das wichtig zuhören oder Kraft zu geben zu Menschen, die zur Beratung kommen, sondern begleiten. Begleiten bis zum Ziel, bis zum Erfolg. Und oft geht es nicht von heute auf morgen. Es geht nur für Schritt für Schritt. Und das wollte ich euch vermitteln. Und wenn ihr Fragen habt oder habt ihr eine bestimmte Lebenssituation, wo ihr Lösung braucht oder wünscht ihr eine Veränderung, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr zu mir wendet. Und unten befindet sich meine Kontaktdaten, könnt ihr natürlich schreiben oder anrufen. Ich freue mich auf die Gespräche und ich bedanke mich für das Zuschauen, eure Dendera.